Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt von mir. Und zwar handelt es sich diesmal um DC Universe Online, MMO, Free to Play für die PS4. Und schauen wir einfach mal hinein. Wie schon gesagt, das ist ein Free to Play. Ich habe das. Anzupassen, passt. Ich habe mich vor ein paar Tagen mal in den ganzen Ding durchgeklickt. Anscheinend. Ich meine, es ist urlange her, dass ich das Spiel schon mal angeschaut habe. Ein großer Triumph war zum Greifen nah. Die letzte Schlacht in meinem langen Krieg gegen Superman. Okay, keine Seine Plan, Kräfte warum waren von den ständigen Kämpfen stark geschwächt. Und er flog ins All, um sie von der gelben Sonne der Erde wieder aufladen zu lassen. In diesem Moment schlug ich zu, aber meine Besessenheit hatte mich blind für die wahre Gefahr gemacht. Für den wahren Feind der Erde. Ich glaube, nämlich jetzt beginnt einfach. So als hätte ich das noch nie gespielt. Es ist wirklich lange her, das ist ganz am Anfang meiner PS4-Zeit, habe ich da mal reingeschaut in dieses Spiel. War schon lange bevor es Tentacle Gaming gab. Gegen jemanden, der dir gewachsen ist. Und da eben, wie ich zuerst eigentlich sagen wollte, vor ein paar Tagen jetzt einmal die ganzen Free-to-Play-Sachen durchgeschaut habe. Bock hat das irgendwas. Okay. Schauen wir auch mal als Angezockt hinein. Jetzt halt die Sonne des Laufen und wir schauen uns da mal das Intro quasi weiter. Auch nicht so zu Hause in diesem ganzen DC Universe, aber. Suchst du was Bestimmtes? Sei gegrüßt, Schwester. Als riesiger WoW-Fan bin ich immer wieder froh, wenn ich mal irgendein MMO finde, was ansatzweise an den beliebten WoW rankommen könnte. Vor allem auf der Konsole, da ich ja auch nicht mehr PC spiele. Also für alle, die mir zuschauen, die sich da auskennen, das tut mir leid, wenn ich einen Blödsinn rede. Ich kenne natürlich, dass das Spider-Man ist. Das ist Batman, also die kenne ich. Glaube ich zumindest. Was soll das? Aber ja. Batman töte ich, sonst keiner! Ruft ihn! Bringt ihn zu mir! Ja! Wahnsinniger! Adam! Thank you.
verdienst es nicht zu leben! Diana. Besiegt von einem Mann. Nein, du hast alles verloren. Nein, ich habe dich besiegt. Ich, Lex Luthor. Gut, ja, das ist Lex Luthor. Brainiac ist wieder zurück. Jahrelang stahl er den Beschützern der Erde die Kräfte, doch wir waren zu sehr damit beschäftigt, gegeneinander zu kämpfen. Ohne euch drei konnte sich Brainiac der restlichen Helden rasch entledigen. Wer Glück hatte, starb im Kampf. Am Ende überlebte nur ich, wie eine Kanalratte in seinem Imperium. Okay. Ich bin durch die Zeit gereist, um euch zu warnen. Dies ist meine Vergangenheit, aber eure Zukunft. Und mit ihr kommt das Ende der Menschheit. Wir müssen sie also gemeinsam ändern. Luthor, was hast du getan? Ich gebe euch eine Chance, euch zu beweisen. Er lügt. Das ist irgendeine Falle. Warum sollten wir dir vertrauen? Weil die Welt verdammt ist. Wenn ihr euch nicht darauf einlasst. Ich habe Brainiacs Exobytes gestohlen und sie in die Erdatmosphäre freigelassen. Sie enthalten die geraubten Kräfte der Helden und Schurken meiner Zeit und sie werden auf jeden übertragen, der mit ihnen in Kontakt kommt. Die Exobytes werden eine neue Rasse von Superwesen erschaffen, die Brainiacs Invasion abwehren kann. Bringt ihnen bei, ihre neuen Fähigkeiten zu nutzen, denn sie müssen in der kommenden Schlacht an vorderster Front kämpfen, sonst wird meine düstere Zukunft auch eure werden. Ich kann nur hoffen, dass es noch nicht zu spät ist. Denn ich werde nicht hier sein, um diese neue Zukunft zu erleben. Meine Arbeit ist noch nicht getan. Ich muss diese Erde dir überlassen. Hol dir die Exobytes und nimm das Schicksal in deine Hand. Da ist ja angezockt, heißt und nicht einfach nur Jo. Ziele identifiziert. Wähler Geschlecht und Körperbau. Weiblich. Ach. Große Monarchin, kleine Monarchin. Was stand da? Groß, klein, mittelgroß. Ich weiß auch nicht, was da den Unterschied macht, aber ich nehme eine Monarchin und zwar eine kleine. Wähle einen Exobyte-Download-Typ. Inspiriert von Modell anhand von verfügbaren Daten existierender Helden und Schurken. Batman, Superman, Catwoman, Flash. Na, ich glaube, Benutzer definiert. Schurke. Wähle entweder die Moralität eines Helden oder eines Schurken. Feinde in der Welt. Ich nehme den Schurken. Wähle eine Persönlichkeit, um das Sozialverhalten zu bestimmen. Kokett, das passt auch. Wähle einen Mentor als Hilfe für die Datennutzung. Kauf verbreiten. Genetische Manipulation. Einen Wegen durchzusetzen. Ich weiß nicht, was das ist. Dann gehen wir einmal noch kurz zu den Helden, Kokett. Wähle einen Batman. Mentor als Hilfe für die Datennutzung. Da. Wähle aus den verfügbaren Exobyte-Daten eine Kraftgruppe, um die Kampfrolle zu bestimmen. Feuer.
Alter, das ist ja urviel. Ist das auch bei jedem? Wähle aus den Gut, dann machen wir da voll. Wähle aus den verfügbaren Exobyte-Daten eine Kraftgruppe, um die Kampfrolle zu bestimmen. Ja, Feuer. Wähle einen Bewegungsmodus. Agile Variante, klettere jede Oberfläche hinauf und springe rund, um Feinde zu vernichten. Bewegungsmodus. Super Tempo nach Akrobatik. Wähle aus den verfügbaren Daten ein Waffenspezialgebiet. Heilhändig. Stark, breithändig. Kampfkunst. Na. Nicht zwei Hände, sondern beidhändig. Exobyte Download Zusammenfassung wird angezeigt. Erscheinungsbildoptionen verfügbar. Jede Kategorie nach Wunsch modifizieren. Download annehmen, wenn bereit. Ich will schon menschliche Haut. Tätowiert ist gut. Tätowiert. So. Metalhead, naja, kommt. Ich glaube, es wird auch der Pferdeschwanz werden. Ja, also der Pferdeschwanz. Ausrüstung. Na, so ist nicht Gesicht. Ach, das glaube ich fast, dass wir nicht wollen. Aber die leuchtenden Augen. Die leuchtenden Augen nehmen wir, dann mag ich auch nicht mehr durchscrollen. Emblem. Schneeflocke, Sonne, ein Schädel. Den Schädel nehmen wir. Ui. Gut. Sport BH. Ich mag da jetzt keine Klischees erfüllen. Sport BH, Metalhead. Metalhead. Wir erfüllen doch Klischees. Rücken nicht, das sage ich jetzt schon. Hände. Hände machen wir. Biker. Taille. Da beim Metalhead. Ja, das gefällt mir. Hose. Anliegend. Ein Teller.
Einen Flexanzug normal, gefüttert, geheim, irgendwas, Hip, Jeans, Kampfmagier, nein, Metalhead. Was hat denn das mit Metalhead zu tun? Naja, wurscht. Machen einen auf typisch Mann, die Teile da machen wir nicht. Füße. Business Freizeit. Was haben wir denn da bei Metalhead? So. Zurück, das passt auch. Farben, Ausrüstung. Passende Ausrüstungsfarbe. Hey, hey, hey. Palette. Ändert sich da etwas? Ja, da ändert sich was. Also ganzer Intensität. Wir machen es da eher ins Rötliche. Das Dunkelrote. So, perfekt. Da. Auch ins Rötlichere. Perfekt. Das Blau, da machen wir auch das Rote. Und Schwarz passt auch. Die Haare machen wir ein bisschen. Ja, perfekt. Make-up haben wir keins. So, weiter. Namen eingeben. Download erfolgreich. Ey. Ach Gott. So. Beenden. Spiel beginnen. Spiel beginnen. So. Fehler. Ach Gott, Herrst. Download erfolgreich. Ey. Win. Spiel beginnen, ja. Perfekt. Die Erde. Das Zentrum des Multiversums. Alles wird Brainiac gehören. Ich plane keine Invasion, vielmehr eine Assimilierung. Ich habe wichtige Knotenpunkte im riesigen Nexus des Wissens der Erde identifiziert. Diese werde ich erfassen und digitalisieren. So, ich halte das jetzt zum Überspringen. Wir wollen in dem Angezockt doch was sehen und nicht nur jetzt Videos anschauen. War schon viel, viel länger als geplant. Ich glaube, wir haben jetzt schon fast die halbe Stunde. Und das bei einem Angezockt, was ich eigentlich für 10 Minuten halten mag. Aber gut. Das Hackprogramm hat funktioniert. Du bist wach und frei. Puh, okay. Ich bin Oracle und wir holen dich von diesem Schiff. Such mal nach einer Tür. Okay. L1. Gut. Da ist eine Tür. Sie haben mein Hackprogramm geknackt. Das Schiff weiß, dass du frei bist. Vorsicht. Das sieht alles schlecht aus. Meine Messungen zeigen, dass sich Truppen hinter dieser Tür sammeln. Gut. Oh. Soll ich da nicht noch mal? So.
sammle Verstärkung. Ich patrouilliere Richtung Gefangenenhof. Gut. Angriff eingeleitet. Egal. Drücke das Fertigkeitenpunkte, dann muss man wieder mal gar nicht. Alle Einheiten, das Objekt befindet sich nicht länger in den Hauptkorridoren. Durchsucht das Schiff. Das gesamte Schiff ist mit Brainiac verbunden. Du musst in Bewegung bleiben. Mach dich bereit. Das Schiff schickt dir weitere Sicherheitskräfte auf den Hals. Sollen sie nur tun? Ist mir egal. Gut. So. Vor dir liegt ein Hochsicherheitsnetzwerk. Geh hin und benutze die Transportröhre. Die Transportröhre. Was ist die Transportröhre? So, gut. Wir benutzen die Transportröhre. Zustellung einer Warenlieferung von der Erde. Alle Einheiten in Position gehen. Mensch festhalten. Okay. Drücke. Gut, na, das wird eben Zustellung einer Warenlieferung von der Erde. Reinschauen. Oh, 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 diese Energiesignale. Brainiac hat eine komplette Invasionstruppe auf diesem Schiff. Wir müssen es zerstören.
Mhm. Achtung! Menschliche Aktivität in der Nähe entdeckt! So. Halt um. Okay. Greife Feind an. Systeme versagen. Beginne Kampf. Leistung eingeschränkt. Kritischer Schaden. So. Zielkoordinaten übertragen. Status kritisch. So. Okay. Der Schaden auf diesem Schiff erhöht sich ständig. Wach, Mann. Flüchtling unverzüglich vernichten und gehen. Mensch, festhalten. Werden wir es auch gut sein lassen. Ich glaube, den Spiel auf alle Fälle noch. Den Häftling nicht in den Hauptwaffenkontrollraum. Schäden an den Energiekopplungen werden das Schiff destabilisieren. So. Sei nicht töricht, Mensch. Du kannst die Umwandlung nicht stoppen. Genau. Ich werde sie trotzdem stoppen. Du befindest dich im Verbindungsstück. Verstöre alles, was die Waffe mit dem Schiff verbindet. Zerstört. Stabilität bei 75%. Stabilität jetzt bei 50%. Häftling aufhalten. So. Es ist nur noch eine Kopplung übrig. Enttäusche Brainiac nicht. So. Ja, die Kanone fällt. Sie kracht in Brainiacs Flasche da unten. So. Du wirst dich unterwerfen. Nein! So. Dieser ist gescheitert! Herunterfahren! Superman, mach dich bereit! Ich bringe dich rein! Genau, Superman. Tch,
törichter Mensch. Du hast dein eigenes Schicksal besiegelt. Du wirst mit dem Schiff untergehen. Gut. Falsch gedacht, Brainiac. Du kannst uns nicht beide besiegen. Wir gehen nicht, bis wir dieses Schiff ausgeschaltet haben. Für immer. Wenn dir nach einem Kampf zumute ist, versuch's mit mir. Du kannst dich mit dem Brainiac nicht widersetzen. Er gibt dich verstimmt. Geringer Schaden. Geschafft. Kämpf weiter. Das Netzwerk will mich nicht reinlassen. Okay. Kämpfen wir einfach mal. Warten wir schon. Ich sehe, okay. Systeme versagen. Sonderschiff 7-0 kompromittiert. Sende meine übrigen Truppen zur Erde. Leistung eingeschränkt. Sammeln schadet auch nicht. Das Schiff wurde kompromittiert. Meine Einheiten müssen evakuieren. Gut, klar, dass ich dann nicht. Gute Arbeit. Brainiac hat nicht damit gerechnet, dass du dich befreist und sein Schiff ausschaltest. Benutze jetzt den Teleporter und kehre in die Stadt zurück. Es gibt Arbeit für dich. Perfekt. Gut. Dann wird das einmal das Tutorial gewesen sein. Wir konnten seinen Angriff nicht standhalten. Doch nur die Götter können Welten erschaffen oder vernichten. Und Brainiac ist kein Gott, nur ein Monster. Durch den Mut eines einzelnen Mannes haben wir nun ein Heer von Helden. Halt, um zu überspringen, das machen wir trotzdem nochmal. Superman wird es zu Ende bringen. Benutze einen Teleporter, um zu entkommen. Geh! Gut, ich will noch in die Stadt, nämlich. Das mag ich noch mit euch machen. Da halten. Das Sozialmenü zu öffnen. Ist jetzt Level 4. Gut. Dann sind wir jetzt nämlich im Spiel quasi drinnen. Der legendäre Barksman. Ich habe Gutes über dich gehört. Ich freue mich darauf, deine Fähigkeiten zu... Hier ist Wonder Woman. Dass du dich aus Brainiacs Gewalt befreien konntest, ist ein beeindruckender Beweis gut für deine neu erworbenen ein Ding schauen magischen wir uns aber schon noch Kraft. An. Deshalb möchte ich dich bitten, sie für unseren Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit einzusetzen. Felix Faust und seinem Agenten stehlen Seelen in Chinatown. Deine Hilfe könnte die Entscheidung herbeiführen. Begib dich zum bla bla bla. Ich mag jetzt aber noch einmal, da mag ich nämlich einladen. Die Eigenschaften, Waffen, beidhändig, das passt. Ausstattung. Leer. So. Waffen. Ah, da unten kann man noch was machen. Heldentaten. Wichtige Plätze im Dienst. Lizenzverwaltung. Options, selbst den Marktplatz, Inventar. Diese Daten automatisch sortieren durch das Drücken dieser Taste. Ablehnen. Automatisch sortieren, ja. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Ausrüsten. Wir wollen da ein bisschen natürlich ausrichten, dass wir auch ein bisschen was aushalten. Erscheinung, das passt. Tagebuch. Waffe, irgendwas ist da. Beidhändig kann man da. Ah, haha, okay. Ja, möchte ich. Möchte ich auch. Mehr habe ich ja noch nicht. Perfekt. Gut.
dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wenn ihr wollt, kann ich davon gerne mehr machen. Ich werde es jetzt mal bei einem angezockt lassen, kann aber gerne auch das ein oder andere Let's Play oder mal einen Stream dazu machen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, Servus und Baba.